Herzlich willkommen zurück bei Pirates The Legend of Black Cat. In der letzten Folge haben wir völlig überraschend die Piraten mit den gelben Segeln getroffen, konnten sie glücklicherweise auch besiegen, haben dann von dem Geister... Nein! Geh weg! Haben von dem Geisterkapitän den Skelettschlüssel bekommen und haben uns jetzt auf die auf den Weg begeben, die ganzen Skeletttruhen einzusammeln. Boah, Jungs. Ihr nervt. So, schon besser. Ja, die Skelettkisten einzusammeln. In der Hoffnung, dass wir da coole Dinge finden. Wir haben, glaube ich, zwei Kisten. Zwei oder drei in der letzten Folge schon geöffnet. In einer war... einer der gefallenen Sterne drin, die wir ja für Neptun wiederum sammeln sollen. Ich hoffe, dass wir da noch ein paar mehr von finden. So dass wir in der Aufgabe auch voranschreiten. Ja, ansonsten bleiben ja gar nicht mehr so viele Aufgaben. Also das war immer noch so eine Sache hier, die ich im Hinterkopf hatte. Die blöden gelben Piraten und den Skelettschlüssel. Wo ist denn die Truhe jetzt? Ich muss mal gerade schauen. Nee, ist noch vor mir. Ich bin noch nicht dran vorbeigelaufen. War hier nicht auch irgendwo das... Ach ja, genau da. Ich wollte gerade sagen, war hier nicht irgendwo das eingefrorene Mammut? Da ist es. Das wäre jetzt eigentlich mal ein Versuch wert, mit so einem Feuertiki das Ding aufzutauen. Wie episch wäre das denn, wenn dann das Mammut hier rumlaufen würde? Also ich glaube nicht, dass das einen Effekt hat. Möchte ich jetzt ein Tiki opfern für diesen sinnfreien Versuch? Ach ja, warum nicht? Tja, schade. Das Tier lässt sich leider nicht auftauen. Dann gibt's wohl keinen Mammut zum Abendessen. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht an der Truhe vorbeirenne. Die muss ja irgendwo... Wir nähern uns auf jeden Fall. Geh weg! Ich habe jetzt keinen Bock auf euch. Ah, Grog. Ah, die Skelettkiste. Und da ist wieder ein Stern. Sehr gut. Wie viele brauchen wir davon eigentlich? Fünf oder so? Ich glaube, dann haben wir schon drei. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Muss ich jetzt mal nachschauen. Schauen wir einfach direkt mal. Fallen Stars. Ja, drei von fünf. Genau, drei haben wir, fünf brauchen wir. Zwei Stück sollten wir also irgendwo noch finden können. So, mit der besseren Lebensenergie und der geöffneten Kiste werde ich jetzt direkt nochmal speichern hier. Wo wir sowieso gerade an dem Speicherpapagei vorbeikommen. Besser ist das. Und dann direkt mal schauen, wo denn unser nächster Halt ist. Ich weiß, dass es auf den Voodoo-Inseln noch Skelettkisten gab. Definitiv. So, hier haben wir alles. 9 von 9, 10 von 10. Hier auch überall. Voll gut, wir waren so fleißig. Da ist auf jeden Fall noch ein... Das sind sogar zwei. An zwei verschiedenen Stellen. Okay, Raven's View. Nächster Halt, Raven's View. Machen wir nochmal eine kleine Rundreise und lassen die Vergangenheit Revue passieren, indem wir zu den alten Inseln reisen. So, wo war denn hier die Anlegestelle? Da gab es ja nur die eine.
So, und die Kiste ist jetzt rechts rum irgendwo. Obwohl, hier geht's eigentlich gar nicht großartig weiter, oder? Doch. Doch, geht's wohl. Ah ja, da ist sie ja schon. Sehr gut. Very good. Und noch ein Stern. Perfekt. Sehr, sehr gut. Wir brauchen also nur noch einen. Ich freue mich. Es fehlt nur noch ein einziger Stern. So, jetzt kann ich da hinten, war doch ein Teleporter, meine ich. Und ein Speicherpapagei auch noch. Oder? Ist das ein Speicherpapagei? Ja. Direkt wieder speichern. Besser ist das. Ich wollte gerade sagen, und hier gab es doch eigentlich auch Grog. Na. Diese blöden Viecher. So, und ich glaube, da hinten lang irgendwo war die. Oder? Ja. Ja, wir laufen drauf zu. Irgendwo hier hinten. Da vorne. Hier hinten, da vorne. Ich sehe sie schon. Ein bisschen Ausrüstung. So, dann auf direktem Wege wieder zurück. Bei dem hier speichere ich jetzt mal gerade nicht. Man muss ja nicht übertreiben. Mal erstmal ausweichen. Weg, 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 weg. Leib mir vom Leib. Die sind echt nervtötend. So, dann schauen wir mal. Wo haben wir denn noch mehr Kisten? Ah, oh, das war's ja schon. Sind wir schon fast einmal rum? Echt, war's das jetzt? Das waren alle Kisten, bis auf die eine, wo wir jetzt sowieso gerade dran sind. Das waren gar nicht so viele. Ich gehe es nochmal gerade einmal schnell durch. 9 von 9, 8 von 8, 12 von 12, 7 von 7, 7 von 7, 12 von 12. 3, 1, 4, 1, 15, 5, 14, 3, 23, 10. Genau, hier sind wir sowieso gerade dran. Das ist der Bereich, der mich so ein bisschen nervt. Hier haben wir alles. Da, man kann es zwar unglaublich schlecht sehen, aber das sieht auch so aus, als hätten wir alles. Dieses Blau auf Blau ist ein bisschen ungünstig. Ups. Ja, es sieht tatsächlich aus, als hätten wir überall alles gefunden. Das ist ja Wahnsinn. Nein, hier fehlt eine verdammte Muschel. Nein. Oh mein Gott. Ernsthaft. Eine verfluchte Muschel. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Oh nein. Ich will die jetzt nicht suchen. Alles andere haben wir. Dann habe ich wirklich gedacht, die blöde Muschel wäre in einer der Kisten. Oh, und das ist gerade auch noch so eine riesige.
Insel quasi. Oh nein. Ich hasse es. So ein Mist. Jetzt muss ich diese fucking Muschel suchen. Ich muss einfach. Ich kenne mich. Und ihr kennt mich mittlerweile auch gut genug. Ich muss einfach diese blöde Muschel finden. Dabei mag ich die Voodoo-Insel nicht so besonders. Aber ich mag auch die Vulkaninsel nicht so besonders. Also zu einer von beiden muss ich jetzt entweder hier die Muschel suchen oder bei der Vulkaninsel mich weiter vorarbeiten. Das macht eigentlich keinen großen Unterschied, was meine Motivation dazu angeht. Von daher werde ich jetzt erstmal hier die dämliche Muschel suchen. So ein Mist. Wenn ich wenigstens wüsste, auf welcher der drei Inseln die ist. Schade, das sind Mini-Keks. Das wäre es jetzt gewesen. Wenn sie da direkt gewesen wäre, wäre das schön gewesen. Aber es sind nur Mini-Keks. Ansonsten ist hier nichts mehr. Ja, so viel zum Revue passieren lassen. Das ist mir jetzt doch mehr Revue, als mir lieb wäre. Aber wie ärgerlich. Aber das kommt davon, wenn man den Job nicht direkt richtig macht. So, jetzt schaue ich nochmal auf der anderen Seite. Ich bin jetzt relativ weit rechts gelaufen. Jetzt laufe ich mal ein bisschen weiter hier auf der Seite. Also wieder rechts, aber in der anderen Richtung. Ihr wisst schon, ihr kennt das Prinzip. Das war unfair, ich habe festgehangen. Bin mir gar nicht sicher, was ätzender ist, wenn man eine von diesen dämlichen Muscheln sucht oder wenn man eine vergrabene Kiste sucht. Ich glaube, es ist beides ätzend. Es ist immer ätzend, irgendwas zu suchen, was man nicht gefunden hat. Nein, sie haben mich vergiftet. Drecksviehzeug. Hier vielleicht irgendwo, das wäre so schön, weil ich hier immer so durchgerannt bin, mich die Viecher so genervt haben. Hier vielleicht? Hallo? Muschel? Nein? Schade. Cool, mit dem Schwert reicht mittlerweile ein einziger Schlag aus. Aber ich habe ja die Befürchtung, dass die Muschel auf der Rieseninsel da drüben ist. Was natürlich echt ätzend wäre. Ich gucke erst nochmal hier auf der kleineren.
Kann die nicht hier einfach in irgendeiner Ecke liegen? Ich will nicht nochmal die riesige Insel da hinten durchsuchen müssen. Verdammter Drecksack. Komm halt her. Hups. Ach, die kommen ja sofort wieder. Nee, dann laufe ich jetzt weiter. Das ist mir jetzt zu mühselig. Das ist zu geil. Dass die sich selbst erschießen. Ups, da habe ich nicht rechtzeitig reagiert. Haha. Wo ist die blöde Muschel? Ich muss hinter jeden Baum gucken. Aber bitte, wenn ihr das Ding irgendwo seht, sagt mir Bescheid. Ah! Drecksack! Schied ihr recht. Vollhorst. Alpha Kevin. Hier ist, glaube ich, nichts. Hinter mir explodiert es die ganze Zeit. Hier komme ich nicht hoch, nehme ich an. Ach, Mann. Na. Ungeziefer. Zwischen den Bäumen ist auch nichts. Oh Mann! Mist, das war dann auch schon wieder die kleine Insel. Das heißt, das blöde Ding ist auf der großen da irgendwo. Das finde ich echt uncool. So ein Mist. Hey, ich nehme mal an, dass ich sie nicht innerhalb der nächsten 30 Sekunden finden werde. Deshalb wäre mein Vorschlag, die Folge gleich zu beenden. Und dass ich im Off weitersuche. Denn das müsst ihr euch jetzt nicht nochmal antun, hier über die ganze Insel zu rennen. Falls ich das Ding finde, werde ich das dann nochmal nachliefern. Ich habe ja die Hoffnung, dass die jetzt hier unten irgendwo noch liegt und nicht da oben in diesem kreisartigen Weg, durch den man sich da durchkämpfen musste.
laufe jetzt einmal noch hier unten lang, bevor ich dann mit den Teleportern nach oben muss. Ist das ätzend? Nochmal gucken. Ja, 6 von 7. Verdammt. Ich habe mich auch nicht vertan. Es fehlt einfach noch eine. Ach Mann. So, jetzt hier ganz genau gucken zwischen den ganzen Bäumen und so. Nee, sie ist nicht hier. Fürchte ich. Boah, ich hoffe, die ist nicht irgendwo auf der Schrägen, wo man runterrutschen musste. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich meine, da wäre ich oft genug runtergerutscht, um alles eingesammelt zu haben. Tja, verdammt. Gut, dann werde ich jetzt hier einfach nochmal speichern. Und im Off weiter nach der blöden Muschel suchen, denn mich ärgert sowas und ich muss die einfach finden. Das gehört für mich einfach dazu. Und ja, wenn ich sie finde, wie gesagt, werde ich das nochmal kurz nachreichen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann. Ja, da bin ich nochmal zurück mit einem kleinen Nachtrag bezüglich der fehlenden Muschel. Ich sage euch erstmal, wo ich bin. Also, ich bin wieder auf der kleineren Insel, nachdem ich hier die größere Insel komplett abgesucht habe, was mich ziemlich viel Zeit und Nerven gekostet hat, und ich habe das Scheißding einfach nicht gefunden. Mittlerweile weiß ich, wo sie ist. Ich habe sie auch eben schon einmal gefunden. Habe jetzt einen vorherigen Spielstand nochmal neu geladen, um es euch zu zeigen. Denn die Sache ist wirklich richtig tricky. Ich sage auch direkt, ich habe es nicht selbst gefunden. Ich habe eine Lösung verwendet, was ich sehr, sehr, sehr selten tue und auch sehr, sehr ungerne. Eigentlich wollte ich nur mal wissen, ob andere Leute das Problem auch hatten und ob es sich eventuell um einen Fehler in der Anzeige handelt, dass hier überhaupt nicht 7 Muscheln sind, sondern dass es tatsächlich nur 6 gibt eventuell. Und ich bin dann in mehreren Foren auf die Frage gestoßen, weil vielen Leuten diese eine Muschel gefehlt hat. Und in einem englischsprachigen Forum habe ich dann auch eine Antwort gefunden. Die Antwort führt einen quasi, also führt einen hierher und dann per Beschreibung quasi von Baum zu Baum und von Gegner zu Gegner. Und ich hoffe, ich finde die Stelle jetzt wieder, denn die Muschel ist ja mehr oder weniger unsichtbar. Das Doofe ist, man kann sie tatsächlich von keiner Seite aus so richtig sehen. Jetzt muss ich erstmal wieder hier hoch und ich hoffe, ich finde jetzt den richtigen Baum. Sie befindet sich nämlich in den Wurzeln eines Baumes. Und egal von welcher Seite man drauf schaut, man kann sie so nicht sehen. Das ist also eine richtig, ja, blöde Sache eigentlich. Wahrscheinlich sollte sie ursprünglich mal eher hinter dem Baum liegen oder so, ich weiß es nicht. Und das Doof ist halt natürlich auch hier, die Typen nerven so ein bisschen bei der Suche. Ich glaube, wir sind aber hier noch zu früh. Genau, man soll bis zu diesen Klecks laufen und dann kommt jemand mit einer Pistole. Dann geht's nochmal ein Stück nach oben. So, und jetzt müssten wir gleich an der Stelle sein. Ich glaube, der Baum, auf dem die jetzt zulaufen. Jetzt muss ich mich nur erstmal um die Gegner hier kümmern, damit die mich nicht mehr nerven, wenn ich euch versuche zu zeigen, wo die Muschel ist. So, und die einzige Möglichkeit, ich glaube, es ist der Baum hier, ich bin mir gerade nicht sicher. Wir können mal drum rumlaufen, ja, ihr seht nichts. Da ist nichts zu sehen von einer Muschel. Jetzt muss ich erstmal die Kerle hier loswerden, damit die nicht mehr nerven. So, ich glaube, der Baum, an dem er gerade da steht, ist es schon, deswegen will ich dem jetzt nicht zu nahe kommen. Man muss nämlich eigentlich nur ganz nah an diesem Baum vorbeigehen. Dann findet man die Muschel. Das ist aber mehr so eine Glücks- und Zufallsgeschichte, weil man die halt tatsächlich schlecht sieht. Die einzige Möglichkeit. Boah, Junge! Nerv mich nicht! So, komm her. So, die einzige Möglichkeit, die Muschel. Boah! Alter! Die kommen ja sofort wieder. So, die einzige Möglichkeit, die Muschel zu sehen, ist tatsächlich hier, sich irgendwie so hinzustellen, dass die Kamera halt durch den Baum durchgeht. Und da ist die Muschel. So sieht man sie nicht. So sieht man sie. Und egal, von welcher Seite man auf diesen blöden Baum schaut,
Man sieht die blöde Muschel nicht. Man muss also wirklich ganz nah dran gehen. Dann hat man sie gefunden. Und ja, das hätte tatsächlich Ewigkeiten dauern können, bis ich das von alleine gefunden hätte. Von daher vielen Dank an dieser Stelle in das englischsprachige Forum, von dem ich gerade gar nicht mehr weiß, wie es heißt. Ich bin über zig Links dahin gekommen. Es war auf jeden Fall der Nutzer Gordon D., der das da erklärt hat. Und wie gesagt, es war so eine kleinschrittige Erklärung von wegen, ne, nimm den Teleporter, geh nach rechts, du findest die und die Gegner, du findest den und den Baum, du findest das und das. Und man muss die Stelle halt wirklich erstmal finden. Ja, und alleine hätte ich die Muschel wahrscheinlich niemals gefunden. Also ich habe an dieser Stelle, das gebe ich offen und ehrlich zu, eine Lösung benutzt. Und ja, letztlich bin ich aber froh drum, weil ich das Ding sonst niemals gefunden hätte. Ganz im Ernst. Ich benutze nicht häufig Lösungen, ich benutze auch sehr ungerne Lösungen. Ich mache eigentlich lieber immer alles selber. Ihr wisst es, ich habe eigentlich sehr viel Geduld und laufe auch gerne stundenlang durch die Gegend, um alles selbst zu finden. Bis jetzt habe ich auch alles selber gefunden. Aber diese eine Muschel war ja nun wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Und der Nutzer selber hat auch in dem Forum geschrieben, dass er, beziehungsweise seine Freundin hat die Muschel wohl gefunden. Und das tatsächlich auch nur durch Zufall. Also sie ist auch stundenlang durch die Gegend gelaufen und hat letztlich nur durch Zufall diesen Baum berührt. Und sich dann gewundert, von wegen was, da war doch überhaupt keine Muschel. So, jetzt habe ich natürlich denkbar wenig Energie, das ist scheiße. Aber ist egal, ich habe jetzt die blöde Muschel und ich bin so gut wie bei meinem Schiff. Also werde ich an dieser Stelle nochmal speichern. Und dann war es das auch wirklich. Jetzt mit dem Nachtrag ist die Folge dann beendet. Wir haben die letzte Muschel gefunden, wenn auch mit etwas Hilfe leider. Aber damit ist die Sache abgeschlossen. Beim nächsten Mal werden wir dann wohl zu den Vulkaninseln zurückkehren und an der Stelle weitermachen, die mich zuletzt viele Nerven gekostet hat. Und dann sehen wir mal, ob wir da weiterkommen. Ja, ich bedanke mich noch einmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.